einfach. Tagchen, Laurin. Spielst du auf Blue Stacks? Spielst du auf Blue Stacks, ja. Das ist für meine Augen einfach angenehmer. Es ist tatsächlich kein unbedingter Vorteil. Das, was man über Blue Stacks macht, das ist einfach angenehmer für meine Augen. Okay, was haben wir zuerst? Wollen wir die Stille ausdehnen oder zuerst das verlorene Schloss machen? Der Chat darf entscheiden. Nur, dass du weißt, man spricht das Tavis aus, nicht... Tavis, nicht Tavis. Tavis. Guten Abend, Beatrix. Hast du auch wieder recht und einfach sagen, beides hat Vor- und Nachteile. Nimm halt das, was man mehr mag oder aufgewachsen ist und der Geldbeutel zulässt. Mhm. Ja, na, selbstverständlich. Immer, man soll natürlich immer selbst entscheiden, was man machen möchte. Beide haben 50 Ebenen. Und beide sind wahrscheinlich ekelhaft. Gut, dann die stille Ausdehnung. Let's go! Dehnung ausprobieren. Tavis wie Wolf. Laurin, einmal noch high und du kriegst einen Timeout. Du hast jetzt dich 100.000 Mal gefühlt gesagt, dass du da bist. Einmal reicht völlig aus. Wir kriegen natürlich nur Schrott. Wir nehmen GP-Boost mit, falls ein Teufel kommt, der uns anbietet, einen schönen Skill zu geben. Wir kriegen ja sogar schon 2.800 Coins, einfach nur fürs Rad drehen. Dann schauen wir mal die neuen Gegner. Die Wespen, die kenne ich irgendwo. Die kenne ich aus dem Dings, aus den Events kenne ich die schon. Die kenne ich tatsächlich aus dem Event schon. Aber die sind total ekelhaft, ne? Aber die haben... Was haben die für ein Fliegemuster? 6 Zauberrollen bekommen. Wow, okay, das ist viel. Finde ich zumindest einen Schattenklon nehmen wir mit. Spielst du auf PC? Ja. Die haben echt merkwürdige Flugmuster. Das ist kein... Die fliegen nicht direkt auf mich zu. Die Viecher trennen sich, wenn sie einmal gehittet werden. Ja, die habe ich halt im Event schon kennengelernt. Event. Würdest du das Spiel weiterempfehlen? Archero, auf jeden Fall. Also man sollte mal reinschnuppern. Es ist nicht halt nicht für jeden. Was ist das widerlich, diese hässlichen Fliegen? Und die teilen sich halt einmal. Das ist auch total widerlich. Vor allem sind sie super schnell. Probier einfach mal probieren. Oh, Frontfire, nice. Einfach mal reinschnuppern ins Game. Und dann weiß man ja, ob es einem liegt oder nicht. Ich hab das Gefühl, die Geschosse fliegen gerade ultra langsam. Also was ist das denn? Sind das immer die Gegner gewesen? Ich glaube nicht, die sind neu. Vom Außen zumindest sehen die neu aus. Fliegen schon auf dich, nur eher als wären die betrunken. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, die fliegen... Na, ich kann's ja mal probieren. Ich probiere mich ein bisschen versuche auszuweichen. Frostschlag, nice. Ich hab's gesehen, die sind echt langsam, oder? Die Kugeln, sind die echt langsam geworden? Ha, durchgesneakt. Ah, eine Wespe. Gehen die auf mich zu? Ich habe nicht das Gefühl, dass... Oh, sie hat die auf mich zu fliegen. Hat uns eingefroren. Oh, der kann auch sowas schießen, okay. Gut zu wissen. Hilfe, ich kann nicht aufhören zu zwischen, bin schon 1,5 Stunden. Oh mein Gott, ich bin schon 1,5 Stunden am Stream. Heftig, die Zeit geht echt schnell vorbei bei Archero, muss ich sagen. Das ist echt krass. Bei Archero geht die Zeit richtig schnell vorbei. Ich finde es sogar noch schneller als bei BT6. Ugh. Ihr könnt die Viecher droppen, das ist ja widerlich. Droppen die auch Geld? Ne, die droppen kein Geld. Die droppen, die sind einfach nur da und nerven. Ist überhaupt nicht nervig. Komm schon, Buddy, lass das. Tu das nicht. Unbesiegbar Angriffsboost und... Okay, ich nehme Angriffsboost mit, denke ich. Neue Gegner? Sehe ich gerade noch nicht, ne. Das ist immer wieder interessant, einfach neue Gegner kennenzulernen. Ah, die haben eine schöne Ballistik, die Viecher hier, die Gegner. Uiuiui, ich bin gerade nur zu dumm zum Dodgen gewesen. Ich glaube, daran liegt es eher. Super viele Schriftformen bekommt man ja vor allem, ne? Das finde ich mega gut.
Ah, die schießen 5 Kugeln, ja, okay, jetzt verstehe ich. Die schießen 5. Deswegen sind die so präzise. Weil die einfach mehr schießen. Sonst schießen sie immer nur 4. Jetzt sind sie bei 5. Ja. Kannst du, wenn du willst, sagen, warum du Epic Games nicht magst? Ich wollte dazu noch ein Video machen. Das habe ich seit über einer Woche auf meiner Liste, auf meiner To-Do-Liste. GP Boost, schade. Damit ich euch erklären kann, warum ich das nicht nutze. Ach, auch noch Dinge, die um die Ecke fliegen. Vielleicht eher widerlich, ey. Dann werden wir uns immer links an die Ecke stellen, weil sie immer nur in einem von links nach rechts Winkel fliegen. Na, wichtig, gut zu wissen. Immer links stehen bleiben, dann könnt ihr ja niemals treffen. Ein flammender Schlag mit. Fällt mir. Noch ein kleiner Tipp, wenn du möchtest, nimm immer Attack Plus oder Crit Plus. Den Damage brauchst du, um weit im Kapitel zu kommen. Genau. Ja, meistens sind die Kapitel ja erstmal nur 50 Ebenen. Wird schon, gehen wir hin. Ich nehme mal das mit, was gerade am besten ist, aus meiner Sicht. Wo ich denke, dass das am nützlichsten sein könnte. Die hingegen schießen wieder in alle Richtungen, was ekelhaft ist. Please schau dir den Screen im Stream an und Discord sieht geil aus. Ja, ich hab doch gesagt, danach mache ich das. Entspann dich doch mal. Ich hab grad zu tun. Oh nice, ich krieg wieder Leben. Leben! Und dafür natürlich ein Bossgegner wieder. Und noch eine neue Fähigkeit, auch wichtig. Ich würde es eigentlich in Wut mit. Je weniger Leben ich habe, desto mehr Attack Speed habe ich. Okay, neuer Gegner. Odi! Was ist denn da los? Nicht nur, dass sie sich bewegen, ja, sehr widerlich. Extra Life? Frontfall. Ich habe Frontfall schon, ne? Ich glaube, ich habe Frontfall schon. Das ist total bescheuert, dass du es anbietet, du Leben verlierst und dann einfach nichts dafür bekommst. Ich glaube, ich habe Frontfall schon. Der hätte jetzt ruhig mal Verfall anbieten können. Der Sack. Ich glaube, Frontfall besitze ich schon. Bin mir unsicher. Chat? Ich glaube, Frontfall habe ich schon. Ja, wenn ihr mich halt im Stich lasst. Chat lässt mich im Stich. Wie traurig. Ist das unfair? Ich stehe einfach ganz hinten und die Gegner können alle durch die Ecke ballern, um die Dings ballern. Oder durchballern. Unfair. Chat aktualisiert nicht. Witzig. Warum aktualisiert mein Chat nicht? Bin ich ja doof. Mein Chat aktualisiert nicht! So eine Kacke! Warum nicht? Mein Chat ist kaputt. Punkt. Hallo? Chat? Der ist echt tot. Ich hab mich schon gewundert, warum ich schreibe. Nicht schreibt. Ich hab nicht am Stream geschaut. Ach, Mann. Dann bekommst du 3, bin ich mir relativ sicher. Nee, das ist total bescheuert. Das ist zu breit. Dann brauchst du schon einen starken, einen breiten Gegner. Kannst du noch mehr kriegen als an. Ach echt, das geht. Ich bin der Meinung, ich hatte schon mal gemacht, das hat nicht funktioniert.
Warum auch immer mein Chat. Jetzt habe ich schon wieder meinen Frost aktiviert. Den Mist aber auch. Weil ich immer auf meinen Charakter komischerweise klicke. Warum auch immer. Und was ist unter mir noch was? Müll, Müll und Müll. Müll, 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 Müll. Und die Geister schießen drei Bomben schnell hintereinander. Haben wir das schon mal gemacht? Drei Bomben schnell hintereinander geschossen? Voll unfair. Vor allem jeder halt drei, weißt du? Wechseln sich schön nacheinander ab. Und mit sechs Bomben gleichzeitig auf mich fliegen. Eine häufig lebende Bombe. Nice. Und eine Rüstungsschriftrolle. Viermal. Nice. So viel Loot kriege ich hier. Mist, haben mich getroffen. Stopp, du Sack. Bitte das Vieh. Dann mach weg den Magedot. Jetzt möchte ich mich normalerweise nicht ganz in die Wand stellen. Aber wir geben unser Bestes. Ah, nice. Leben, Leben, Leben. Danke. Bossgegner nächster. 30er müsste das sein. Ein neuer Gegner, oder? Das ist einfach nur eine Verbesserung. Ist ja widerlich. Eingefriest, eingefriest, eingefroren. Da ist ja der Mehrfachschuss. Welchen Helm würdest du persönlich holen, wenn du für immer nur einen benutzen darfst? Oh, ich finde die Katze echt cool. Also ich habe die anderen jetzt noch nicht getestet, die anderen, die man sich mit Echtgeld kaufen muss. Aber die Katze hat wirklich etwas. Katze finde ich sehr, sehr nice. Wie viele Projektile hier kommen, geworfen werden. Irre. Die Gegner können nichts dagegen tun. 6.500 Leben. Das ist schon ganz ordentlich. Glaube ich. Kann man schon ein bisschen was machen mit. Level 32. Vielleicht schaffen wir es sogar durch. Wer weiß das schon. Boah, Alter. Ich habe auch mal 3.000 Schaden bekommen. 4.000. Also schon kann es gehen. So schnell geht das Leben weg. Ich hätte gern Leben. Danke sehr. Ich mache mir gerade Nudeln mit Knoblauchöl. Lass dir schmecken danach. Auf dass du alle verpesten mögest. Wir nutzen mal die Chance, dass sie dumm sind, die Wölfe. Ihr seid zu dumm. Level up. Ausweichmeister. Nice. Nicht direkt gegen die Gegner laufen. Na, komm schon. Okay, 37 sind wir schon. Wir können uns auch einmal immer wieder beleben. In dem Run. Einmal pro Run ist ein Revive möglich. Easy. Der Vampir wird die Nacht wohl auf jemanden verzichten.
Katze killt Wölfe, ist da nicht irgendwas falsch? Natürlich bei der Darky-Katze eine Ausnahme, ja. Das sind halt die beste Katze. Ah, ist wieder eine Kiste, habe ich gehört. Die Kiste habe ich gehört. Bossgegner, nächster. Ich glaube, das ist die 40, ne? Ich sehe nicht mal. Ach, ihr, Alter, zwei davon. Na, das ist ja widerlich. Wobei das jetzt aber auch nicht so schwierig ist. Das ist wirklich recht einfach zu dodgen. Hätte ich gedacht. Komm, du willst doch auch sterben. Let's go. Nippel doch einfach ab. Oh, lass das. Oh, lass das. Danke. Warum nicht gleich so? Meine Dodge-Skills are easy. Ah, HP, nice. HP plus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 926 HP dazu. Das ist natürlich nur die Frage, ob wir denn so lange überleben, weil die Gegner machen jetzt halt irgendwie 2000 Damage pro Attack und ich kriege hier halt irgendwie gefühlt 100.000 Schaden ab, weil hier 1000 Projektile rumfliegen und ich nicht eindeutschen kann. Und alle sich nochmal teilen, direkt in mir drinne. War das jetzt nicht gerade sonderlich toll? Aber immer nochmal ein bisschen Leben bekommen. Elastische Wand, ist das sinnvoll? Ich glaube nicht, oder? Alles scheiße. Ihr könnt entscheiden, was ich nehmen soll. Ich will gar nichts davon eigentlich nehmen. Hast du mal das Spiel Monster Legends gespielt oder könntest du das Spiel mal spielen? Aber bitte Ausrufezeichen angespielt, Mr. Fantastic. Da habe ich sicherlich schon gemacht. Da gibt es eine Liste, was ich alles schon gemacht habe. Und das ist mit ziemlicher Sicherheit dabei. Müll, Dreck oder Schmutz, was willst du? Ja. 2 und Moment ein bisschen Luck bei den Mobs. Hast du Durchbohrung? Wenn ja, wann? Nee, Durchbohrung habe ich nicht. Kopfschuss. Ich meine, ich habe Kopfschuss schon mit meiner Waffe. Deswegen, ich weiß nicht, ob das Kopfschuss, wenn ich den jetzt nochmal nehme, irgendwie sinnvoll ist. Ne, ihr seht ja unten links, auch wenn ich schon hingeschrieben habe, scheinbar überlegen sich die Leute trotzdem. Ich habe Kopfschuss nur durch die Waffe. Die Frage ist, ob sich der Stat addiert. Das weiß ich nicht. Enrico, du müsstest ja der Pro sein. Aber Blitzschwer ist natürlich Schrotter. Da bin ich einer Meinung mit euch. Elastische Wand, ich schieß schon daneben wegen den Springteufeln. Mr. Fantastic, was habe ich denn gerade eben gesagt? Ausrufezeichen angespielt und da habe ich Monster Legends garantiert schon als angespielt gemacht, vor 2, 3 oder 4 Jahren. Es kam kein Let's Play dazu, also konnte ich es mir nicht vorstellen. Ich nehme mal elastische Wand mit. Ich habe wie gesagt den Kopfschuss schon. Weil wie gesagt, bei den Springteufeln finde ich es ganz cool. Die sind aktiv nur bei 30% Leben bei den Mobs und Kopfschuss, ein Schuss auf Gegner. Echt, ja? Naja. Aber hier gegen die ist es extrem gut, weil einfach meine Sensen trotzdem irgendwo hinfliegen. Ja? Ich fand's gut. Ich fand den Stat. Ja, Kopfschuss wäre natürlich vielleicht noch besser gewesen, aber wie gesagt. Ja, okay, Kopfschuss ist wirklich 100%, ja. Ich bin schon Max-Level, schade. Ich habe keine Diagonalfeinde, sonst wüsste ich ja, dass ich auf jeden Fall elastische Wand nehmen würde. Aua. Aua, aua. Der hat viel Schaden gemacht.
Ernsthaft? Mann, so eine Scheiße, ey, du hässliches Drecksding. Muss mich da heilen. Gott, das ist unfair, Alter. Ohne Witz, das ist so unfair. Es ist einfach nur unfair. Weiß nicht, wie man die besiegen soll, wenn hier alles hinter mich fliegt, ja? Hey, schieß mal über die Wände, weil wir können das ja. Wir sind ja irgendwie die Obercheater. Kein Querschläger, nix gehabt hier. Mehrfachschuss, Frontfall, ja, okay. Unfair. Noch nie so einen guten Titel gesehen. Danke. Ich weiß. Ich bin einfach der Beste. Kann man das nicht ändern. Ah, ich mir wäre nicht so gut, als an der Wand hängen zu bleiben hier links. Diese scheiß Magier, die da sind. Ich bin direkt reingelaufen, ich Idiot. Ich Idiot bin direkt reingelaufen. Ich trau mich nicht weiter. Ah, ist das widerlich. Ah. Ja, noch welche, die dashen. Weg mit euch. Zur Seite. Ach, schade, schade, Leute. Schade, schade, schade. Kurz die Werbung mal angucken. Ich will nämlich gerne 30 Edelsteine verballern. Du bist so tot. Ach, Quatsch. Quatsch. Warte, ich zeig euch Magic. Ich zeig euch Magic. Ihr glaubt's gar nicht. Ich kann das. Achat. Stein. Schalosch. Magic. Wartet. Es geht gleich ab. Das ist, ach, da ist nochmal Werbung. Man muss sich erst das Video angucken, jetzt muss man sich noch das angucken. Mann, dieses Spiel ist so kacke. Ich bin vorhin mitten in den Genern hängen geblieben. Siehst du? Ich kann zaubern. Ich bin ein Magier, Leute. Na, Kopfschuss wäre, glaube ich, echt cool gewesen. Ich bin einfach ein Magier. Grillenzirpen. Warte, ich hab euch gut überhalten. Kann sich mein D-Pad mal bitte nicht wie der letzte Volltrottel verhalten und einfach jedes Mal sich irgendwo hinbewegen, wo ich gerne hinbewegen möchte? So, da haben wir den 50er-Boss noch. Mal schauen, ob wir ihn killen können. Ich habe leider keinen Revive mehr, das ist sehr bedauerlich. Den Revive hätte ich gerne für den Boss aufgehoben. Gibt es ein Spiel, das du in Zukunft spielen wirst? Ja. Gibt es. Bossgegner. Weil sie haben wie ein Skelettgegner. Okay, du siehst aus wie ein Wolf. Theoretisch kann ich rumlaufen die ganze Zeit, ne? Bei meiner. Das war unfair. Stirb! Lutscher. Im ersten Step komplett durch. Du hast 91% der Spieler besiegt. Ich bin einfach eine Legende! Alles kaputt freigeschaltet. Der Wind hier hört nie auf zu heulen. Hüte dich vor dem tiefen Schnee der extremen Kälte. Ich kann die Meteore freischalten. Nice. Ich bin einfach eine Legende. Gefrorener Gipfel. Ist einfach so. Kann man einfach nicht anders sagen, ne? Es tut mir leid, aber ich muss einfach die Wahrheit sagen.